Traumfänger, ein Leben zwischen Höchst und Tief, so heisst das erste Buch von Jason Brügger. Es ist ein Aufruf, seinen Träumen nachzugehen und sich nicht von negativen Aussagen abziehen zu lassen. Er ist heute da, Jason Brügger, ein Gewinner der grössten Schweizer Talente aus 2016 und redet mit mir hoffentlich auch über die Höchst und Tiefs in seinem Leben. Die ganz persönlichen. Schön, bist du da. Merci vielmal. Du hast uns mitgebracht, das Buch, frisch ab der Presse, kann man sagen. Ist erst gerade rausgekommen, ist auch schon in der Bestsellerliste und ist ein biografisches Buch. Du bist erst 25. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, in den jungen Jahren, jetzt bringe ich so ein Buch über mich raus? Du, das war noch speziell, weil ich wirklich sehr Respekt davor hatte, mit 25 ein Buch zu veröffentlichen. Aber ich sage immer, im Zirkus erlebt man auch so viel. Also ein Jahr im Zirkus ist vielleicht so viel wie 5 Jahre von etwas Normalem quasi. Und ich habe es einfach wichtig gefunden, dass auch mal jemand Jungs schreibt, für die Jungen vor allem auch, und denen so Mut machen kann. Und das machst du natürlich, weil du erzählst unter anderem auch sehr über die Tiefs. Wir starten jetzt aber mal mit den Höchs. Super. Ganz positiv, von denen gibt es ja einige, schon sehr, sehr früh. Die man natürlich kennt, sind jetzt der Zirkus Knie, natürlich die grössten Schweizer Talente, die du 2016 gewonnen hast. Ende 2017 auch noch in Deutschland gestartet mit dem Finale vom Supertalent. Was ist für dich jetzt der schönste Höhepunkt gewesen, oder das, wo du sagst, du bist doch am meisten stolz drauf? Also so karrieremäßig war schon der Sieg bei den grössten Schweizer Talenten. Weil ich war dort an einem Punkt, wo ich zum ersten Mal eigentlich nicht richtig wusste, wo ich durch will. Und ich habe vorher die Zirkusschule gemacht und hatte dann meinen ersten Job. Und dann kam der Moment, wo ich wirklich nichts hatte. Ich habe nicht gewusst, was mache ich jetzt. Kein Engagement, das fühlt sich nicht gut an. Nein. Und dann habe ich mich dort angemeldet, einfach eigentlich aus Langeweile aus. Und hast du schon damit gehofft oder gespielt, dass das Karrieresprungbrett sein könnte? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich ein, zwei Jobs daraus erhofft und habe gedacht, das ist sicher super Werbung. Und dass ich es bis ganz vorne schaffe, hätte ich zu diesem Zeitpunkt aber nie geglaubt. Was hast du das Gefühl, was hat die Leute so verzaubert? Was macht die Magie von deinen Shows aus? Ich glaube, Artisten sind oft für Menschen so etwas unannahbar. Also man sieht in einer Manege oder auf einer Bühne und die Leute haben das Gefühl, wir sind nicht von dieser Welt. Wir können uns bewegen, wie sich kein normaler Mensch bewegen kann. Und im Fernsehen ist halt die Möglichkeit, auch mit deinen Wörtern den Leuten näher zu treten. Und durch das haben die Leute glaub, gesehen, ich bin ein ganz normaler, einfacher Mensch. Und ich versuche immer sehr bodenständig zu sein. Und ich kann schlussendlich nicht sagen, was die Leute von mir überzeugt haben, aber ich habe mein Bestes gegeben und ich kann es unbedingt wählen. Und ich glaube, das spüren die Leute. Über den Wille, über den wollen wir eh noch reden. Der ist also ganz, ganz entscheidend. Da liest man sehr viel über dein Buch. Aber jetzt schauen wir uns doch das erste Mal den Jason Brügger bei den grössten Schweizer Talenten an. Wir haben einen kurzen Zusammenschnitt für seine Heime vorbereitet. Schweizer Talent 2016 ist der Jason Brügger! Ich spüre gerade, du kommst wieder die Emotionen rein. Hey, mega. Es ist für mich jedes Mal, wenn ich das sehe, ist es so emotional. Es war so schön. Ich kann mir das vorstellen, oder? Das macht wahrscheinlich, das schüttet alles aus, was da im Körper so auszuschütten gibt. Mega. Hormon, oder? Mega. Wo man wahrscheinlich sehr lange davon leben tut. Und es war schon der Riesenpush. Nachher kam gerade der Zirkus Knie, auch ein lang gehegter Kindheitstraum. Wie war es für dich im Zirkus Knie? Es war sehr speziell. Also, zuerst musste ich ja mal ein Jahr warten, bis ich dann endlich mit ihnen auf die Tournee durfte. Also ich habe ein Jahr im Voraus gewusst, ich habe den Vertrag. Dann habe ich meine Jobli nebendran gemacht und dann ist es dann mit dem Zirkus Knie auf die Tournee gegangen und
es ist wahnsinnig. Es ist so ein grosser Betrieb. Und ich bin am Anfang ziemlich verloren. Ich habe nicht gewusst, wie läuft das, was verlangen die Leute von mir. Und es war schon schwierig am Anfang, aber ich habe mich eigentlich sehr schnell eingelebt und wohl gefühlt. Ist das wirklich so gewesen, wie Claudia Zuccolini hier schon gesagt hat, er hatte Mühe irgendwie in dem Zirkusbetrieb, dann 3 Vorstellungen am Tag, dann das Zirkusleben nie die Heizung. Das ist schon nicht einfach, oder? Das sieht von außen so schön aus, aber ist es doch dann schon nicht, oder? Ja, es ist oft sehr intensiv und es muss wirklich geben sein, als das Wohnwagenleben und die Shows. Aber ich sage immer, ich bin so froh, wenn ich 2-3 Shows am Tag habe. Ich brauche Action, ich liebe es, wenn ich sehr beschäftigt bin. Es wäre dann zu langweilig, nur eine Show zu machen. Ja, oft schon, ja. Und mir hat es einfach so gefallen, das Wohnwagenleben. Das ist so romantisch und gemütlich. Es ist halt, wir waren 250 Leute auf Tournee. Und es ist ein Riesendorf. Ja. Und du hast halt einen Wohnwagen nach dem anderen. Und die Leute wissen, wo du wohnst. Also du kannst nicht nach dem Arbeiten heim, machst die Tür zu und hast Ruhe. Mhm. Wenn irgendjemand etwas braucht von dir, können sie klopfen und du bist da. Mhm. Und wie war es mit der Familie Knie zusammen zu arbeiten? Sehr toll. Es sind sehr herzliche Leute. Und es ist eben für mich als Bub, ich bin jedes Jahr in Zirkus Knie schauen. Und für mich sind sie so weit weg immer gesehen und ich habe mir immer erhofft, dass ich irgendwann mal vielleicht so als krönender Abschluss von meiner Karriere kann in den Zirkus Knie gehen kann. Hast du das gerade am Anfang vorne weggenommen? Ja. Es ist Wahnsinn für mich. Hast du denn noch Träume? Hast du gesagt, so, auf was soll ich denn jetzt noch arbeiten? Zirkus Knie habe ich gut, es könnte noch international wahrscheinlich ein paar Abendessen gespielt. Also ich habe noch viele Träume in mir drin und es kommen jetzt in nächster Zukunft auch ganz tolle Sachen, die ich machen darf. Mhm, was kommt denn so? Vielleicht darfst du noch nicht sagen? Ach so, schade. Was aber gekommen ist, ist ein super Talent in Deutschland. Wieso hast du gefunden, du willst jetzt gerade noch mal einen Wettbewerb machen? Das bin ich ehrlich. Ich bin angefragt worden vom Supertalent. Also die haben mich bei den Schweizer Talent gesehen und dann haben sie mich angefragt und gesagt, hey, wir hätten mega gern, dass du die Staffel eröffnest und als Erste bei uns auftrittst. Und ich bin dort mit dem Zirkus Knie auf Tournee gesehen und ich habe zuerst gesagt, nein, und ich möchte mich auf das konzentrieren. Aber dann habe ich mir gesagt, nutze einfach die Chance nochmal, weil im Fernsehen hast du so unglaublich gute Möglichkeiten, mega coole Shows auf die Bühne zu bringen. Es ist auch gut geschnitten, sieht alles so toll aus. Und mit dem Bühnenbild. Und es ist natürlich eben unendlich viele Möglichkeiten. Und dann habe ich das gemacht und ich habe dann gedacht, ja, wenn sie mich anfragen, ist nach einer Runde Schluss. Und dann habe ich sie ins Halbfinale geschafft und dann ins Finale. Und schlussendlich eine sehr tolle Erfahrung wieder. Aber wahrscheinlich völlig anders als in der Schweiz. Total. Oder? Mit diesen Schuhe. Total. Und wirklich Kompliment auch an das Fernsehen hier in der Schweiz, weil es ist so ehrlich alles, es sind so tolle, gute Leute, die Organisation ist perfekt und ich habe immer gemeint, ja, das deutsche Fernsehen, es ist alles noch ein bisschen besser oder noch grösser, aber das Schweizer Fernsehen ist wirklich super, also das, wir Schweizer, wir haben halt die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit und das merkt man überall. Und ist wahrscheinlich ein bisschen weniger scripted, oder? Wie in Deutschland. Ist so. Also das ist wahrscheinlich ganz ein grosser Unterschied. So. Also ich bin auch erschrocken, ich bin dort wirklich ein bisschen, sie haben halt die Rolle in mir gesehen, die für sie interessant war. Und dann wirst du schon ein bisschen in das hineingedrückt. Und das ist bei den Schweizer Talent natürlich überhaupt nicht so gesehen. Und mitgenommen hast du auch wieder viel Erfahrung und wahrscheinlich auch eine gute Bühne, die eben auch international natürlich sehr hilft. Bei allem, was du machst, unter anderem eben auch bei diesen Geschichten, muss man mit Höhenangst umgehen können. Du hast Höhenangst, ich habe das auch. Ich habe mich einfach gefragt, wie schaffst du das immer wieder, jetzt im Knie sind die 15 Meter, das regelmäßig zu überwinden? Es ist wirklich schwierig, weil die Angst die kommt immer, also meistens vor dem Auftritt. Und ich habe mich schon oft gefragt, wieso riskiere ich ständig mein Leben für das Entertainment der anderen Leute. Und hast du eine Antwort darauf gefunden? In dem Moment nicht, aber ich weiß einfach, wenn ich es gemacht habe, es ist genau das, was ich will. Es, auch das Adrenalin, das du in dir hast, ist meine Leidenschaft. Und obwohl ich diese Angst in mir inne habe, könnte ich mir gar nicht
anders vorstellen. Und es gibt so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du die Angst überwunden hast. Und es ist wahrscheinlich auch, es geht auch immer um die Anerkennung vom Publikum, oder? Nehme ich an. Ja. Der Applaus, jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, das ist auch immer ganz ein grosser Treiber, oder? Ja, es ist natürlich, es steckt so viel dahinter. Mhm. Und der Applaus, und nicht nur der Applaus, aber so, du spürst die Energie der Leute im Publikum. Und wenn die begeistert sind und mitfiebern, dann ist das für mich der grösste Lohn, den du als Artist haben kannst. Das ist wirklich so. Mhm. Und trotzdem, ich kann mir gut vorstellen, wenn du dann da oben bist und du kommst ja alles mit über, oder? Ja. Auch die ganzen Emotionen und die Energie hast du auch schon gesagt. Mhm. Dann ist das wahrscheinlich schon recht einschneidend, oder? Mhm. Ich habe in Deutschland habe ich im Zirkus auftreten und dort ist das ist eine Show, da geht es wirklich um Nummern, die extrem Risiko verkörpern. Und vor mir war eine Nummer in einer riesigen Metallkugel. Es sind 10 Motorräder in dieser Metallkugel herumgefahren. Und ich bin direkt nach dieser Nummer drangekommen. Und dann hast du die Leute, den tosenden Applaus, das Benzin, das du schmeckst. Und du spürst wirklich die Energie. Das Adrenalin, oder? Das, ja. Und dann mit dieser Stimmung wirst du dann im Dunkeln aufgezogen. Und bist dann auf 20 Meter oben gesehen, ungesichert. Dann geht das Licht an und die Show geht los. Das ist für mich das Geilste. Die grösste Angst, aber das Geilste. Ist so. Ist ein absurd, gell? Viele Künstler haben mir schon da gesagt, das ist dann eben sehr speziell, wenn du mit dieser Energie quasi entlassen wirst aus der Manege und nachher nach Hause kommst, in einen kleinen Wohnwagen, und dann bist du dann quasi allein. Mhm. Das führt ja bei ganz vielen Künstlern dann eben auch zu Depressionen oder man tut sich dann irgendwie das Einsamgefühl, das halt dann eben kommt. Weil vorher hast du so viel Liebe gehabt und nachher keine mehr. Das müssen gewisse fühlen. Kennst du das auch? Auf jeden Fall. Ich beschreibe das auch in meinem Buch. Also es gibt die zwei Welten. Weil die Welt auf der Bühne ist nicht real. Die Leute, eben wie ich schon gesagt habe, die sehen dich nicht als Mensch. Für die bist du fast ein Außerirdischer. Und dann kommst du zurück nach der Show und gehst entweder ins Hotelzimmer, in den Wohnwagen oder heim in die Wohnung, bist allein. Und klatscht niemand? Ja, dann klatscht niemand, wenn du das Geschirrwaschmaschine ausgeräumt hast oder keine Ahnung. Und das ist schon noch speziell mit dem Umgehen, der krasse Wechsel von die Leute vergöttern dich schon fast für das, was du machst und lüpfen deinen Himmel auf. Und dann bist du in deinen eigenen vier Wänden und bist der ganz normale Jason. Und das ist schon schwierig, den Spagat zwischen diesen zwei Welten zu machen. Und wie gehst du damit um? Ich habe mir einen Hund gekauft vor 2 Jahren. Ehrlich? Das ist quasi das Mittel dagegen? Für mich schon. Es ist wirklich, also es ist ein kleiner Mops. Und, verwöhnt, habe ich gelesen. Ja, also. Lass ihn viel durch. Er ist gut erzogen. Er hört wirklich erstaunlich gut. Aber er ist natürlich schon ein bisschen der King. Das spürt er, glaube ich, auch. Und er hat mir wirklich geholfen. Er ist halt dann immer dabei. Also wenn ich irgendwo eine Show habe, ich habe ihn auch ein super Talent, haben sie gesagt, ich dürfte den Hund nicht mitnehmen. Und die Choreografin hat ihn dann mit ins Studio reingeschmuggelt für mich. Und er ist wirklich oft überall dabei. Und das hilft mir, so die Ruhe in den stressigen Show-Business-Alltag zu bringen. Mhm. Aber kannst du nachvollziehen, dass das für andere schon halt auch sehr große Gefahr ist, dass du dich dann verlierst und dann irgendwie musst kompensieren, sei das Drogen oder Alkohol? Oder? Ja. Ständige Liebschaften oder so. Und bei mir ist das ja noch in einem überschaubaren Rahmen eigentlich. Aber wenn du die riesen Popstars hast, die jeder kennt auf der Welt, und dann hast du ein Stadion gefüllt mit Tausenden von Leuten, und die sind ja dann auch einfach noch allein mit diesen Emotionen. Und ich verstand, dass das für viele Künstler das extrem schwierig ist, mit dem umzugehen. Und die sich dann oft auch in irgendeine Sucht oder komische Geschichten stürzt. Und dann eben nicht retten, sondern sehr viele Probleme hat. Wie ist das für einen Partner? Du bist, glaube ich, aktuell Single. Mhm. Und wie ist das für deinen Partner? Du hast bis 2016 einen gehabt. Wie ist denn das für ihn? Er muss ja dann auch, oder muss mit dem umgehen? Oder ein möglicher Partner muss das in Zukunft auch so ein bisschen einen sehr Bekannten zu haben, wo, wenn er rausgeht, werden alle nervös und wollen Autogramms und Selfies machen. Mhm. Und die haben dann so ganz andere. Ja, es ist schon schwierig für einen Partner, mit dem umzugehen, weil eben, wenn du fortgehst und die Leute erkennen dich, dann wird dein Partner nicht beachtet in dem Sinn. Und
Das zweite Rädchen am Wagen dann, ja, oder? Und das ist extrem schwierig, so mit dem umzugehen, dass andere Leute die Partner so vergöttern, fast schon eben für das, was dann macht. Und man muss sehr tolerant sein, wenn man in einer Beziehung ist mit jemandem, der im Showbusiness tätig ist. Und ich glaube, man muss ein ganz gutes Selbstbewusstsein haben, sonst treibt man das wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ist das der Grund, dass du im Moment nicht Single bist? Noch Single bist? Ich weiß es nicht. Also ich wünschte mir eigentlich eine Beziehung. Schon, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin einfach sehr gerne Single und sehr ungebunden. Und so. Also ich bin schon zufrieden, so wie es ist im Moment. Aber ich liebe die Zweisamkeit und eben genau die Emotionen können teilen mit irgendjemandem. Und das fehlt mir schon ein bisschen, so der Fels in der Brandung. Mhm. Aber ich würde jetzt nie irgendwie etwas suchen oder überstürzen. Und wenn es sein sollte, dann kommt auch. Das war bei dir ja meistens so im Leben. Ja, das stimmt. Du, ich habe jetzt ein Thema vorne weggenommen, nämlich das Thema Homosexualität. Auch ein sehr grosses Thema in deinem Buch, wo du eben auch sehr eindrücklich erzählst, wie es war. Und wir reden ja jetzt hier von einer. Das ist ja noch nicht so lange her, bei 9 Jahren. Du bist 25. Und damals mit 16 hast du das gemacht. Es gibt viele einschneidende Erlebnisse, aber das war auch eins, das sehr einschneidend war. Und zwar nicht mal wegen der Kollegen, sondern glaub, vor allem wegen Mami, oder? Ja, also für meine Familie ist es einfach. Also es ist ja normal. Es ist, glaub, für, ich glaube, das ist immer so. Für alle Eltern ist das einfach mal. Ein Schock. Ja, ein Schock und echt schwierig, weil du weißt nicht, was kommt jetzt auf dich zu. Du bist ja nicht vorbereitet auf so etwas. Und es sind nicht mal sie selber, die jetzt ein Problem mit dem hatten zu diesem Zeitpunkt. Sie hatten einfach ein bisschen Angst um mich. Was passiert jetzt? Wieder ausgrenzt, wieder, wenn er zu sich steht, quasi. Wieder irgendwo anecken. Und sie sind halt in dem Moment sehr offen mit ihren Gefühlen. Umgang. Und da bin ich auch dankbar. Also ich habe es lieber, wenn mir jemand seine Sorgen mitteilt. Aber es war wirklich schwierig. Und ich wollte auch über das schreiben, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal im Fernsehen kam, hatte ich einen Freund und meine Eltern, die zu 100% hinter mir stehen. Und ich denke, für viele Männer oder auch Frauen, die in dieser gleichen Situation sind, Die sehen dann nur, wie alles immer gut ist jetzt bei mir. Und ich wollte ihnen zeigen, hey, auch bei mir war nicht alles nur einfach. Und es ist jetzt super easy und perfekt so für mich. Aber es ist auch. Hast du das auch ein bisschen erkämpfen? Ja. Oder? Auch in deiner, du redest ja bei deiner Familie immer von deiner Löwenfamilie. Da reden wir nachher sicher auch noch drüber. Aber du warst auch ein Mami-Kind, also eine ganz enge Beziehung zur Mami. Und ich glaube, dann ist es ja wahrscheinlich auch noch mal schwieriger, wenn dann der Sohn dann vielleicht etwas anderes einem Kunden tut, wie man sich das gewünscht hat. Oder? In dem Fall war das eben auch eine spezielle Situation. Ich glaube, zusammen einen Horrorfilm geschaut. Ich dachte, könnt ihr wirklich. Ja. Horror? Also, ich schaue noch einen Horrorfilm miteinander. Schon lange nicht mehr. Aber es war im Fall wirklich völlig straub in diesem Moment. Da hast du gedacht, okay, so ein richtiger Brecher in diesen Horrorfilm, jetzt komme ich mit dem Thema. Ja, es ist eigentlich, wir können schon fast Komödie darüber schreiben. Ja, wirklich. Aber es ist so, dass jetzt so irgendwie passt in diesem Moment. Es war so erstarrt gewesen, da hast du eigentlich auch nicht mehr viel passiert. Ja, und sie hat mir dann, ich wollte es eigentlich schon früher noch sagen, aber ich habe nie diesen Moment können abpassen und dann bin ich dort am Nachteil gewesen. Und sie hat mich dann gefragt, eben, ja, mit wem schreibst du und so, hast du eine Freundin? Ich so, nein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Freund. Und ich bin irgendwie nicht beim Horrorfilm gewesen, ich bin die ganze Zeit am Nachteil gewesen. Und ich habe es dann einfach gesagt, aber es ist eben völlig absurd, während man Horrorfilm sich outen. Also schlimmer kann es glaube wirklich nicht sein. Ja, darum, also vielleicht. Lieber nicht so. Nicht bei einem Horrorfilm. Aber sie war dann, glaube ich, so neben der Schule, dass sie zum Papi, der in der Feuerwehr da war, fahren und das erzählen. Und dann? Ja, dann. Also ich war zuerst mal kurz allein gewesen, mit dem ich dachte, shit, was hast du jetzt gemacht? Weil, wenn du 16 bist, dann überlegst du dir nicht, was bringt das Ganze mit sich. Also ich war sehr naiv und habe einfach das rausgeplappert. Und als Mami ist dann eben auf die Feuerwehr gegangen zum Papi und hat das ihm natürlich erzählt und sie haben zusammen darüber geredet und
als sie dann heimgekommen sind, war zuerst mal eine gedrückte Stimmung. Es war für alle viel, gerade in diesem Moment. Und dann haben wir eigentlich mehr oder weniger ein halbes Jahr eigentlich darüber geredet. Schon mal schwierig, oder? Mhm. Dann ist es ja ein Schlummern immer so. Mhm. Und es ist konstant irgendwie da, aber man tut es dann wie nicht bereden, oder? Ja, und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Also für Leute, die im Umfeld haben, die sich outen, haben den Mut, mit ihnen darüber zu reden. Und zu fragen, wie ist denn das? Und weil man ist ja oft so gefangen mit diesen Ängsten. Und es ist auch ein bisschen schwierig, auf die Leute zuzugehen. Und ich habe mir, glaube ich, oft gewünscht, dass andere Leute mich einfach darauf angesprochen hätten. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man etwas zu Tod schweigt. Und ich habe dann wie so das Gefühl, ich habe etwas falsch gemacht und habe dann lange eben auch nicht mehr darüber reden und sehr Respekt davor gehabt. Und dann nach einem halben Jahr ist eigentlich einmal geredet und es ist dann nur noch besser geworden, zum Glück. Wann hast denn du gemerkt, dass du schwul bist? Ist das sehr früh gewesen, oder? Ich weiß, also mit 14, ich weiß jetzt nicht, ob das früh oder spät. Das ist jetzt nicht so früh. Es gibt eine gewisse, die mir schon erzählt haben, mit 6, 7 eigentlich irgendwie schon das. Nein, also ich klar gewesen, dass ich mich irgendwie zum gleichen Geschlecht zugefühlt. Ich hatte auch mit 14 eine Freundin gehabt. Zuerst? Ja, und ich habe die Frau wirklich geliebt, also wir sind so, ich glaube, wir sind wirklich beste Freunde gewesen. Und ich hatte so eine Liebe in mir für sie. Und habe dann aber nachher einfach gemerkt, dass, ja, dass Männer mich oft mehr anziehen. Mhm. Und sie ist lustigerweise nachher lesbisch geworden. Nein! Ja, ich glaube, wenn wir so zurückschauen, sagen wir zwei, wir sind glaube ich alle beste Freunde in diesem Moment. Es ist noch nicht um viel mehr gegangen. Wir sind einfach so beste Freunde. Das sind wahrscheinlich jetzt heute noch. Das Thema hat aber viel ausgelöst bei deinen Eltern. Sie haben sich nachher nicht getrennt. Und du hast glaube ich recht lange das Gefühl gehabt, du seist jetzt der Auslöser für das. Aber das war ja nicht so gewesen. Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber ich glaube generell, wenn sich die Eltern trennen, also meine Eltern sind ja wieder zusammen. Aber, zum Glück. Ja, wenn sich die Eltern trennen, ich glaube, Kinder geben sich oft Schuld. Ich habe das von vielen gehört. Wie als Kind da hast du deine Macken, du bist nicht immer nur brav. Und denkst vielleicht auch, ja, wenn ich jetzt einfach mal das gemacht hätte, was normale andere Kinder auch wieder machen in diesem Alter, wäre es vielleicht auch einfacher gewesen für sie. Und ich habe gemerkt, ich habe ihnen zusätzlich Ballast auf die Schultern gelegt. Und das spielt wahrscheinlich deine ganze Kindheit auch eine Rolle, oder? Bei den Überlegungen, die du dort gehabt hast. Wahrscheinlich. Es ist ja nicht nur der mit 16, wir müssen auch mal schnell in deine Kindheit gehen. Ich glaube, dort liegt nämlich der grosse Treiber begraben, warum du heute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an die Leidensgrenze gehen kannst wie andere. Es hat schon sehr früh angefangen, nämlich dass du lieber mit Mädchen befreundet warst, wie mit Jungs. Und man hat dir dort schon gesagt, Schwule. Und es ist sehr früh schon richtig Mobbing gegangen, oder? Das kann man schon so sagen. Ja. Wie ist das losgegangen? Ich hatte die beste Freundin zu diesem Zeitpunkt und habe wirklich nur mit Mädchen gespielt, weil mich das einfach mehr interessiert hat, was sie gemacht haben, als Fußball spielen und irgendwelche Karten täuscheln. Es ist mehr um die Interesse gegangen. Und Mädchen haben noch mehr das gemacht, was mich auch interessiert hat. Und für das bin ich halt recht schnell dann, gemobbt worden, damals in der Primar. Und also man hat dich ausgelacht, gehänselt? Ja, das ist, also von Verprügeln über das Auslachen war eigentlich noch das wenigste Schlimme. Und ich hatte dann auch eine Primarlehrerin, die mit mir überhaupt nicht klargekommen ist und die, glaube ich, auch mir selber sehr viel Schuld zugeschoben hat für die ganze Situation. Aber ich war eigentlich völlig allein in diesem Moment. Und ich hätte mir gewünscht, dass auch in dem Moment, dass man mal geredet hat, offen in der Klasse, oder auf das jemand da gewesen wäre. Und sie hat mit mir überhaupt nicht umgehen können und hat mich auch oft bloßgestellt, für so wie ich war. Und hat natürlich das Ganze noch verstärkt. Ja. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und ich bin aufgestanden während einer Schulstunde. Und dann sind alle Blicke auf mich gekommen. Und es ist das erste Mal, als ich zu mir selber gestanden bin.
Ich bin aufgestanden, die Lehrerin völlig baff. Was macht er jetzt? Ich habe zu der Tür geschaut, habe verbrillt und bin losgerannt, bin heim, gesäckelt und habe gesagt, hey, in diese Schule gehe ich nie mehr. Nie mehr. Und ich bin nie mehr zurückgegangen. Ich bin dann in eine andere Schule. Und lustigerweise heute noch in meinem Dorf bin vielen bekannt als der Bub, der von der Schule abgehauen ist und nie mehr zurückgekommen ist. Aber jetzt auch sehr erfolgreich ist, oder? Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein grosses Thema, oder? Also es ist ein Stück weit vielleicht genug durch zu dem, was wir dir raten. Das war das mit 11, weil mit 11 hast du nämlich auch so einen richtigen Zusammenbruch gehabt. Man könnte wahrscheinlich sagen, so ein Burnout bei Kind ein Stück weit, oder? Ja, ich habe auch das Kind gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und es ist eigentlich erschreckend, dass in unserer Gesellschaft das Kinder überhaupt müssen fühlen, so die Emotionen. Und ich war dort so tief unten. Ich hatte ein Selbstwertgefühl von unter Null. Und ich habe mich wie der grösste Versager gefühlt. Und niemand hat mich gern gehabt. Und niemand hat das gut gefunden, was ich gemacht habe. Niemand wollte mit mir befreundet sein. Und das ist schrecklich. Also, wenn man sich das vorstellt, oder, was denn da so in einem abgeht. Und ich habe dann aber wirklich das Beste aus dem gemacht und habe mich dann Schritt für Schritt zurückgekämpft und bin wirklich immer zu mir selber gestanden. Und du hast auch eine Mami und einen Papi gehabt, die haben ja eigentlich immer für dich gekämpft. Das war einfach noch eine Zeit, das hat mich so erstaunt, als ich das Buch den Anfang gelesen habe, dass es dann gar nicht Gehör findet in dieser Schule. Also deine Mami hat dich auch mit in die Schule begleitet. Es war alles noch bei dieser Geschichte der Fall. Und trotzdem ist man da nicht durchgedrungen. Oder? Das finde ich auch sehr, das ist sehr schrecklich an dieser ganzen Geschichte. Da muss ich ins Positive hineinkommen. Mit 11 hat es aber auch ein anderes Erlebnis gegeben, das, sehr einschneidend war. Du hast dein erstes Casting für Ovomaltine machen, weil du ein Salto aus deiner Zirkuszeit, weil das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Parallel hat es schon etwas gegeben, das dir wahrscheinlich so ein Licht in den Alltag gebracht hat, nämlich deine Familie. Und vor allem, du hast sehr, sehr früh schon gewusst, was du machen willst. Und das hat Zirkus geheissen. Und bist aber eigentlich zuerst mal mit dem Dreirad oder mit dem Einrad. Mit dem Einrad. Zuerst ist ein Einrad gekommen, ein Dreirad, dann ist ein Einrad. Genau. Das hast du ganz früh angefangen. Das hat dich, glaube ich, auch immer begleitet, oder? Auch in dieser schweren Zeit. Also, ich habe mit 4 Jahren kann ich von Einrad fahren. Und habe dort eigentlich schon meine Leidenschaft für den Zirkus entdeckt. Ich bin dann in einen Jugendzirkus gekommen. Und dort bin ich immer so akzeptiert worden, wie ich bin. Und die Kinder dort haben mich gern gehabt. Wirklich gern gehabt. Und das war meine Rettung. Dass ich meine heile Welt hatte zu dieser Zeit. Und es ist so wichtig, dass die Kinder so etwas haben, egal was. Dass man die heile Welt hat, wo man kann. Ich kann ohne flüchten. Ja. Ja. Und Gott sei Dank kann ich das gehen. Und natürlich eine Familie, oder? Die dich sehr, sehr stark supportet hat. Du hast, es sind 4 Kinder, also 3 Geschwister, und dort hat es natürlich auch immer sehr harmoniert, oder? Ja, aber wir sind alle sehr unterschiedlich. Das hilft das nicht, dass man es gut haben mit dem? Mal so, mal so. Also es läuft auf jeden Fall immer etwas bei uns. Aber es ist natürlich cool, weil wir uns irgendwie nicht in die Quere, weil alle... Also der Zirkus hat uns schon alle irgendwie verbunden. Meine Geschwister waren auch im Jugendzirkus. Aber mittlerweile haben wir auch wirklich verschiedene Interessen. Wir sind so unterschiedlich alle. Und es ist echt cool. Also ich liebe das, in einer grossen Familie zu sein. Und meine Geschwister bedeuten mir alles. Ich bin so froh, dass ich sie habe. Hier in diesem wunderschönen Buch hat er unter anderem eben auch ein paar Tiefs und auch Höchs beschrieben. Und ein weiteres Tiefs hast du mit 18. Da ging es darum, dass du auf einmal Schwindelanfall gehabt hast, gell? Auf deinem Weg, zu einem grossen Artist zu werden. Ja, ich hatte meine Pläne gehabt und dann ist die Gesundheit gekommen und hat gefunden, ich mache jetzt erstmal einen Strich durch die Rechnung. Ich habe die Schwindelanfälle bekommen, ich habe ein Stück vom Gehör verloren, ich hatte Tinnitus gehabt. Alles zuerst noch auf dem rechten Ohr. Ein Jahr später, als ich dann an der Zirkusschule in Kanada war, auch auf dem linken Ohr. Und der hat immer gesagt, das sei Stress, oder? Zuerst, ja, natürlich, wenn du so etwas hast, Tinnitus vor allem, heisst es, ist Stress. Ich sage, hey, sorry, aber ich bin nicht gestresst. Also,
irgendetwas stimmt nicht. Mhm. Und es hat unglaublich viel Zeit gebraucht, bis man herausgefunden hat, was das ist. Also in meiner Zeit in Kanada, die 3 Jahre, ich hatte so Schwindelanfälle. Ich musste mich teilweise auf allen 4 fortbewegen. Ich konnte mehrere Tage nicht mehr laufen. Mir ist es wirklich übel gegangen. Also es war so schlimm. Und ich habe dann gesagt, hey, das kann nicht Stress sein. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Es hat mir extrem Angst gemacht. Und die Ärzte in Kanada haben mir dann gesagt, sie wissen nicht, was es ist, aber sie raten mir, die Karriere zu beenden und ich soll zurück in die Schweiz gehen und aufhören mit dem. Dann bin ich zurück in die Schweiz geflogen für 3 Tage. Ich habe dort einen Ohrarzt gefunden, der dem ganzen Krankheit einen Namen gegeben hat, dieser Krankheit, Morbus Meniere. Das kommt sonst ja erst, wenn man älter ist. Genau. Und dann, ein Jahr später, habe ich meine ersten Hörgeräte bekommen und so Schritt für Schritt gelernt, mit dieser Krankheit umzugehen. Was hast du in der Zeitspanne von diesen 12 Monaten gemacht? Also von dem Bescheid bis zum Hörgerät? Ja, ich musste zuerst noch einmal zurück auf Kanada gehen. Abschlussprüfungen gemacht, bin dann staatlich anerkannter Zirkusartist geworden und bin dann zurück in die Schweiz gekommen, bin mit dem Monty unterwegs gewesen. Und dann habe ich mir meine ersten Hörgeräte gekauft mit meinem ersten Lohn als Artist. Hey, und was ist das für ein Gefühl gewesen, das du auf einmal wieder gehört hast? Mega. Ey, ich habe gar nicht mehr brüllen. Es ist so eine Welt, die wieder aufgegangen ist. Und ich habe das über 4 Jahre habe ich mich so an die dumpfe Welt gewöhnt, und dass ich die Leute nicht mehr verstand. Und es ist so eine Welt wieder aufgegangen. Ich habe die Leute wieder verstanden, ich habe die Musik wieder klar gehört. Das war das beste Gefühl, das ich in diesem Moment hatte. Die meisten würden ja in so einer Situation aufhören. Es tut dir mal alles weh, dann kannst du nicht mehr laufen, dann Schwindelanfall, hörst du nicht mehr. Was hat dir die Kraft gegeben, dass du dort immer weitergemacht hast? Ich habe einen enormen Ehrgeiz. Und einen sturen Grind. Der Rebell, den du mit 11 entwickelt hast. Ja, genau. Mhm. Ich halt eben, mir ist immer gesagt worden, ich sei zu sensibel. Mir ist nie viel zutraut worden, so außerhalb der Familie, weil ich halt immer kleiner war als alle anderen. Und, ich wollte einfach nicht, dass irgendjemand sagen kann, dass er doch zu sensibel war. Oder? Ja, das habe ich nicht geschafft. Wir haben es ja immer gesagt. Mhm. Und das, ich habe mich gehasst. Für diesen enormen Ehrgeiz, dass ich nicht aufgeben konnte, weil ich am liebsten aufgeben konnte. Aber irgendetwas in mir hat es nicht zugelassen. Zum Glück kann man heute sagen, oder? Du redest ja auch von dieser Kraft, oder? Im Buch redest du sehr von dieser Kraft. Weißt du, wo das passiert ist? Hat es einen Moment gegeben, wo du dir innerlich, ich habe unter anderem schon von Leuten gehört und gesagt, hey, ich zeige es denen allen. Hat es irgendein so ein Mantra gegeben oder einen entscheidenden Moment, wo du sagst, der treibt dich seit hier in diesen Ehrgeiz hinein? Es war eigentlich der Moment, den ich vorher beschrieben habe, als ich von der Schule abgehauen bin. Wo ich das erste Mal zu mir selber gestanden bin. Und ab dort habe ich einfach gewusst, ey, ich möchte meinen Weg gehen, jetzt erst recht. Mhm. Mhm. Das hast du also sehr, sehr konsequent gemacht und darum bist du mitunter auch so erfolgreich. Wir fragen immer die Zuschauer, auch, was sie von unseren Gästen wissen. Da kommt ganz eine entscheidende Frage, die interessiert mich nämlich auch sehr. Aber jetzt hören wir mal zuerst, weil es kommt auch von einer spannenden Persönlichkeit. Was mich schon immer Wunder genommen hat, in diesem Fall, lieber Jason, wie geht es deinem Körper, wenn denn du mal so alt bist wie ich, so Anfangs 50. Mich würde das wundern, musst du da etwas tun dafür, dass du eben auch noch fit bist? Nicht jetzt im Fitnessbereich, sondern dass du gesund bleibst. Weil ich denke, es ist schon ein bisschen viel Sport, den du da machst. Ja, mega herzig. Es ist Janet Eggenschwiler. Die einen oder anderen werden sie wahrscheinlich auch kennen. Aber es ist eine gute Frage. Du, wie machen wir das mit dem Körper, der doch auch sehr geschunden wird? Wenn du dann 3 Vorführungen hast pro Tag. Also es verlangt am Körper extrem viel ab und ich trainiere jeden Tag mehrere Stunden. Und also ich denke, meinem Körper geht es eigentlich besser, wenn ich so hart trainiere, als wenn ich einfach nichts machen würde. Und es ist einfach so, dass man, ich eigentlich immer das Niveau irgendwie behalten können. Das heisst, ich muss über Jahre jeden Tag viel trainieren. Und ich glaube nicht, dass ich meinen Körper kaputt mache mit dem, weil mir geht es gut. Ich habe klar immer ein paar Wunden oder mal macht etwas weh, aber ich glaube nicht, dass ich Folgeschäden davon tragen werde. Aber ich glaube auch nicht, dass ich
bis in meine 50er Jahre möchte aktiv sein als Artist, weil da stecken so viele andere Träume noch in mir drin. Und du, jetzt erzähl mal von diesen Träumen, nicht denen, die jetzt gerade kommen, aber was sind deine grossen Träume im Leben? Also, ein persönlicher Traum ist natürlich, irgendwann können sesshaft sein. Ich bin so viel unterwegs und mein Leben hat so viel Höhe und Tiefe und ständig irgendwo unterwegs. Und ich sehe mich schon auch, glaub, irgendwann danach so mein eigenes Zuhause haben, mein Häuschen mit meinen Tieren. Und du, Kind, kommen dir dort auch vor? Ja, es wäre schön, ja. Könntest du dir vorstellen, mit einem richtigen Partner? Ja, also ich hoffe, dass das Ganze irgendwann mal mehr akzeptiert ist hier in der Schweiz. Es ist ja im Moment wirklich noch schwierig. Ein schwieriges Thema. Aber natürlich, ich habe so gerne Kinder. Also ich darf sehr viel Zeit mit den Kindern meiner Trainerin verbringen. Das sind so grosse Schätze und ich genieße das mega. Also, wer weiß. Mhm. Wir haben zum Schluss ein schönes Bild gefunden, und wir gefunden haben, das passt gut zu dir, Peter Pan. Was für eine Rolle hat der Peter Pan in deinem Leben gespielt? Wir schauen uns mal schnell an. Aber ich finde, der passt so gut zu dir, also von der ganzen Lebensfolge, vom Fliegen her, hat aber auch so eine ähnliche Geschichte. Ah, habt ihr nicht gewusst, dass ich Peter Pan mega toll finde, oder? Doch, wir haben es irgendwo gelesen, aber du musst jetzt mal noch schnell Geschichte dazu erzählen. Also es ist für mich, ich habe immer gesagt, ich fühle mich eigentlich wie der Peter Pan. Mhm. Ich lebe in meiner Fantasiewelt und fliege in der Luft herum. Ich bin, obwohl ich eigentlich erwachsen bin, bin ich ein ewiges Kind in mir. Und ich identifiziere mich oft mit diesem Charakter extrem. Mhm. Mhm. Das hat mich oft schon eben seit der Kindheit immer begleitet. Ist das auch so ein Bild gewesen, das dir geholfen hat oder Kraft gegeben hat? Ja, wirklich. Mhm. Wirklich. Also ich habe mich oft in so Geschichten geflüchtet oder in Filmen. Und das hat mir immer viel Kraft gegeben. Und ich sage dir erst einmal danke viel mal. Merci dir. Alles Gute für all deine Ziele, die du hier noch hast. Und fürs Häusli und Familie und Kind. Und das kommt uns bestimmt gut. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Gute Zeit. Habt sich Sorge. Ade miteinander. A heart that's great.